Ich bin wieder bei Metroid Prime. Beim letzten Mal haben wir den Grapplebeam endlich erhalten und können uns nun hier aufmachen, die Fasonenminen erstmal zu verlassen. Bis wir irgendeine Möglichkeit gefunden haben, uns gegen Fasonen besser abschirmen zu können. Aber solange können wir hier nichts machen. Aber ich glaube, die einzigen Türen, in die wir noch hätten weiter reingehen können, waren hinter Fasonenfeldern. Ah, trinke ich erstmal was. Wir haben mit dem Grapplebeam, können wir jetzt, glaube ich, echt an unheimlich viele Orte. Die werden wahrscheinlich auch mal gut angezeigt. Da haben wir auch, guck mal da oben, Grapplebeam-Punkt. So, wir sind wieder in der Tal- und Oberwelt und sollen zum Garten des Lebens. Der ist ja eigentlich direkt hier nebenan. Da werde ich jetzt auch mal einfach mal direkt mal hingehen. Upsala. Die hohe Strahlung. Ich muss auch irgendwann mal so Morphball-Munition auch mal scannen. Morphball-Munition? Da haben wir es doch. Powerbomb-Munition. Und aktuell, glaube ich, kann ich 4 Powerbomb tragen. Huch! Du warst das oder wie? Zacknaht. Ah ja, Moment, hier kann ich hoch. 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 Die sind manchmal schneller tot, als ich erwartet hätte. So, jetzt müssen wir noch gucken, wie wir da oben dran kommen. War das hier bei dieser Rail? Schauen wir mal. Nein! Ich habe ein Momentchen zu früh losgelassen. Dann passiert sowas. War ich aber auch viel zu früh losgelassen. Immer noch, wie komme ich da? Da auf die andere Seite. Ist ja noch ein Gang. Moment. Hier war doch. Nicht? Ich denke, die Erinnerung, dass hier irgendwo noch ein Ankerpunkt ist für den Grapple. Nee. Na gut. Dann schauen wir zuerst zum Garten des Lebens. Denn hier blockiert uns ja Bendizium den Weg. Nicht mehr. Dann könnte ich auch oben lang. Hui. Ich hätte gerade fast wieder eine Powerbombe gelegt. Ich würde da gerne mal nach ganz oben. Schade. Ist doch sicher möglich. Na? Lassen wir das. Zumindest erstmal. Bevor ich hier noch mehr Zeit verschwende. Was haben wir da? Das ist der Plasma-Beam. X-Ray-Visor. Das nehme ich auch. X-Ray-Visor erhalten. Genau, den anderen. Können wir mal gucken, was macht er denn, der Visor? Wir machen den letzten Visor direkt.
So, ein Blick durch die meisten Materialien. Ich möchte mit bloßem Auge unsichtbare Gegenstände, Bereiche und Feinde aufzuspüren. Robotische Gegner und Lebewesen, die auf elektromagnetischer Energie basieren, stören deinen Frequenzbereich. Müssen ausgeschaltet werden, damit der Visor einwandfrei funktioniert. Hui. Das ist jetzt quasi eine Wand einfach. Und du erstmal weg. Danke für die Baubombe. Was heißt denn, das ist ein Loch dahinter? Indizium. Achso, dafür ist der Gegner da. Mit einem quasi hier mal eine Powerbombe mal hinlegt. Joa, ne? Einfach mal die Wand aufgemacht. Huch. Danke für die Powerbombe. Nebenbei mal. Tatsache, ich bin jetzt neben dem Gang. Okay. Das war ein bisschen größer als erwartet drumherum. Oh, ich sehe Fische. Aber da kann man auch nicht sehr weit sehen, sage ich mal. Huch. Was haben wir denn da? Nicht, dass ich scannen kann. Okay. Darf ich hier durch? Ich habe eigentlich nur an einer Wand gelegt und ich habe irgendwie das alles freigesprengt dort. Das heißt, müssen wir nur einen Weg trotzdem hier rausfinden. Oder konnte ich da einfach wieder hoch? So viel zu hoch, oder? Oder da kam ich doch her, ne? Okay. Muss nur noch meinen Weg finden. Ja, mit dem X-Ray weiterhin. Ah, Moment. Ich sehe einen kleinen Vorsprung. Ah, und ich sehe auch den Weg. Okay. Man muss sich nur ein bisschen umschauen. Zack. Aber, ja, es läuft gerade ziemlich gut so von den Items, die wir bekommen. Im vorletzten Part die Powerbomben, letzten Part der Grapple Beam. Jetzt der X-Ray Visor. Moment, wo muss ich jetzt hin am besten? Darüber. Nein! Man hat sicher das Problem gesehen, was es war. Ich habe wieder geschossen, anstatt zu springen. Ach ja, nicht hier. Hier hin. Ich bin jetzt mittlerweile in Part 33 oder so. Und verwechsle immer noch Schießen und Springen. Das ist vielleicht ein bisschen peinlich. Aber nur ein bisschen. So. Huch. Ach, ihr seid auch wieder da. Meine liebsten Chozo-Geister. Was? Da, seh dich. Verdammt. Dich gesehen. Ich sollte vielleicht einfach oben auf meinen Radar mal achten. Links. Aber ich habe ihn noch erwischt. Ja. Vor mir. Kriege ich den da hinten noch? Wow! Hallo! Gleich so nahe kommen.
So gut wollte ich dich noch nicht kennenlernen. Autsch. Ei. Das ist ungefähr so. Hallo, habe ich sowas wie eine Unbesiegbarkeitszeit bitte mal? Solche Kombos zu machen, ist echt mies. Bäh, hinterm Baum. Wäre noch gemeiner, wenn die mich durch den Baum angreifen könnten, aber ich nicht. Huch, und dann kam von hinten wieder einer. Nein. Yo. Wenn ich den einen angreife, kommt der andere und lenkt mich ab. Hä? Achso, da oben auf dem Baum. Den habe ich nicht gesehen. So, ich glaube, so langsam müsste ja endlich mal einer weg sein. Ja, zeige ich doch. Oh, ich habe ihn sogar noch besiegt. Okay. Einer noch. Bin ich getroffen? Oh ne, haben wir noch nicht besiegt. So, und... Vorbei? Ja. Nein, ich bin gerade mitten in der Luft. Ach, guck mal. Damn you, Cutscene. Ich wollte da gerade rüberspringen, ne? Und dann kommt die Cutscene. Zack. Nein, du musst runterfallen. Das war schon ein bisschen mies. So, dann darüber. Na gut, ich denke mal, zumindest müssen wir erst in diesen Raum nicht mehr so schnell rein. Außer ich habe hier irgendwo noch einen Powerbomb-Container vergessen oder so. Hinter diesem, das war knapp, Felsen. Nein. Und einmal hier rüber. Kann man das Ding irgendwie scannen? Nö, okay. Dann gehe ich einfach mal. Achso. Hallo? Achso, an der Tür. Ups. Ich glaube, da oben ist aber auch nichts weiter, oder? Hm. Ja, ich weiß, ich habe den falschen Beam. So, kann ich jetzt mit dem X-Ray hier irgendwo durchgucken? Um zu sehen, wie ich da hinten an die Tür komme? Nö. Hab ich immer noch, wie man da hinkommen soll. Huch. Da. Au. Irgendwas bin ich gerade reingeflogen. Ich meine Ruhe. Meine Güte. Aufdringliche Gegner. Also ich habe die Tür gerade für einen Moment gesehen, immerhin. So, dann mal ruhig da hinten. Achso, ich habe mich gar nicht besiegt. Ich habe mich reingefroren. Hm. Nichts zum Grappeln dran. Na gut, dann lassen wir diese Tür mal Tür sein. Und gehen mal weiter.
Da habe ich immer noch keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Was führt mich zu den Chozo-Ruinen? Achso, nee, das da unten ist alles die Fregatte wieder dann. Ich glaube, in der Fregatte... Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da hatten wir auch schon alles so halbwegs. Ja, beim Landeplatz. Dann gehen wir nochmal zu den Chozo-Ruinen. Da weiß ich auf jeden Fall, wo ich noch hin kann. Für was Optionales zumindest. So, wo sind wir denn jetzt gerade? Ganz weit weg. Alter! Ganz weit weg davon. Hier bin ich jetzt rausgekommen, ne? Okay, machen wir das mal anders. Kann ich hier irgendwo irgendwas machen? Ansonsten nehme ich, glaube ich, dann gehe ich zurück nach Talon und nehme einen anderen Weg. Weil ich glaube, das geht wahrscheinlich schneller, als da durchzulaufen, als hier durchzulaufen. Weil ich müsste hier durch. Das wäre irgendwie schneller, wenn ich da hinkomme. Drehen wir nochmal um. Wobei, dann muss ich aber hier durch die Fregatte durch. Das habe ich nicht bedacht. Muss ich das? Gab es noch einen anderen Weg? Lass mich auf die Karte schauen. Muss ich hier durch die Fregatte jetzt durch, um wieder rauszukommen? Das sind Fasonminen. War ich nicht schon mal irgendwie hier? Achso, dann kam ich aber auch wieder daher und konnte hier mich ein bisschen umgucken. Nee, ich muss da durch. Führt kein Weg dran vorbei. Einmal quer durch die ganzen Chozo-Minen. Okay, dann schauen wir mal. Was wäre der schnellste Weg? Moment, dafür dauert einer zur Tal- und Oberwelt. Moment! Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe einen schnellen Weg gefunden. Hallo? Ah. Ich meine nämlich, der andere führt mich direkt an die Außenseite der Absturzstelle. Dieser Teletransporter. Aufzug. Oder? Schauen wir schnell. Wenn ich da direkt an die Außenseite der Absturzstelle komme und die ganze mit Fregatte damit überspringen kann, dann nehme ich doch lieber den Weg. Ich glaube, der lohnt sich dann ein kleines bisschen eher. Ja, damit haben wir die ganze Fregatte gerade geskippt. Perfekt. Mit Raketen? Ah. Autsch. Mal bitte in Ruhe lassen. Wenn wir unter Wasser angreifen können. Ich würde mich interessieren, wo die Grapple-Punkte hier hinführen. Ob die einfach nur für die Fregatte sind? Naja, komm. Ich gehe mich eh gleich im Schiff heilen, wenn ich hier durch bin.
Könnt ihr explodieren, wo ihr wollt. Ich werde eigentlich nur die Punkte mal ausprobieren eben mal. So, wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich von einem Punkt zum nächsten springen möchte? Einfach. So nicht. Das kann ich hier nebenbei auch gerade ein bisschen üben mit dem von einem Punkt zum nächsten springen. Wenn man das am besten macht. Okay. Irgendwann werde ich das brauchen. Ah. Ich glaube, ich weiß wie jetzt. Das klingt ein bisschen kompliziert vielleicht. Jetzt komme ich da gar nicht dran von hier aus. Im Sprung. So, und zwar, wenn ich loslasse, muss ich wieder mit R anvisieren. Wow. Oh Gott, das könnte doch ein Spaß werden. Oh ja. This is gonna be good. Ich hoffe, das muss ich dann nicht allzu häufig machen. Ich glaube, so gut kann ich das nicht. So. Haben wir mit dem Part ja doch wieder ein bisschen was geschafft. Dann gehe ich eben zum Schiff speichern. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann. Vielleicht sehen wir uns vielleicht dann direkt bei den Chozoruinen dann an der Stelle. Jetzt spare ich ein bisschen Zeit. Dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.